Herzlich willkommen zu einem neuen Road to Get in Form. Und zwar heute ziehen wir die Pakete, die so alle um Weihnachten rum waren. Also was heißt, ich ziehe die, ich kommentiere das kurz nach, ich habe die ein bisschen zusammengeschnitten. Super viele sind es nicht, muss ich ganz klar sagen. Hier das erste 15K-Pack, die waren ja am Schieß mich tot, wie viel im Dezember verfügbar? 5, 6 Stück oder so. Da habe ich Herr Hernandez gezogen, absolut gar nichts wert. Dann im zweiten Pack Ramirez, aber leider ein anderer Ramirez, nämlich mit Z und nicht mit S und dementsprechend nicht von Chelsea und dementsprechend absolut gar nichts wert. Wieder die ganzen Verträge, die ich aufnehme oder aufsauge, als würde es nichts Besseres geben. Und, ja, was soll man sagen? Muss man halt sehen, wie das alles dann großartig ablaufen wird. Ich will euch ja noch nicht zu viel verraten, ne? Ich will euch ja hier nichts rausnehmen oder sonst was, aber ich kann sagen, zwei geile Spieler werde ich ziehen. Fazio, oh mein Gott, er gehört schon mal nicht zu den zwei supergeilen Spielern. Und dann muss ich mal sehen, wie ich das mit den Pack-Openings mache. Ich habe momentan nicht so viele Coins, ihr wisst ja, ich liege nur noch bei 100k. Das liegt ganz alleine oder ganz einfach daran, dass ich für das Team of the Year, was jetzt nächste Woche Montag, also morgen oder Laufe der Woche kommt es auf jeden Fall. Und da sind halt die ganzen überkranken Spieler drin und dementsprechend bewahre ich meine Coins ein bisschen auf. 1 Million habe ich noch auf dem Account vom Kumpel rumliegen, beziehungsweise ich glaube, das sind sogar 1,5 Millionen. Die habe ich momentan nicht, damit mich nicht immer alle halt voll spammen. Hey, was ist da los? Warum hast du so viele Münzen etc.? Da habe ich mich keine Lust, jedes Mal für rechtfertigen zu müssen oder sonst irgendetwas. Und dementsprechend lagere ich die einfach woanders, damit ich meine Ruhe habe. Und verfrachte nach und nach die Coins mal ein bisschen zu mir rüber, damit das halt nicht so auffällt. Gut, jetzt wisst ihr es, aber die halt Videos zum ersten Mal sehen, die können dann nicht rumflamen. Das ist für mich halt deutlich angenehmer. Und die 15K-Packs sind so scheiße. Ich habe die schon bei FIFA 12 gehasst. Und bei FIFA 13 sind sie ja nochmal deutlich schlechter. Das Ding ist einfach, 7,5K-Packs sind zwar, also wenn du, glaube ich, ein 15K-Pack kaufst, hast du einen seltenen Gegenstand mehr, aber du hast einfach wesentlich mehr Füllefanz-Karten drin. Dieser vercrackte Scheiß mit Schießen plus sonst was und Verträge, das braucht man ja eigentlich gar nicht. Und hier mein erstes 100K-Pack in Form Gerard. Das war an Weihnachten oder so ein Kram, da wurden oder waren 2000 Goldpacks oder so weltweit verfügbar, da habe ich, am Ende war noch 19 da, ich habe ganz schnell eins aufgemacht, danach habe ich keins mehr bekommen. In Form Gerard gezogen, da bin ich abgegangen wie Schmitz Katze, ist schöne 300, 400k damals wert gewesen, ich habe ihn aber behalten, dementsprechend, ja, ist er dann um 300k gesunken, aber der In Form ist geil. Jetzt sind hier nochmal zum Neujahr hin 100k-Pack, das öffne ich jetzt auch. Das ist aber nicht so doll. Mein bester ist Hummels. Das ist irgendwie ein bisschen shitted. Aber ich öffne gleich beim Kumpel noch eins. Nicht wundern, dass das oben verschwommen ist. Er möchte weder sein Verein oder sonst etwas preisgeben. Dementsprechend habe ich das Ganze dann nachbearbeitet, dass das alles verwischt ist oder verwaschen. Wie auch immer. Verwaschen. So. Verwaschen. Ach du Kacke. Und dementsprechend könnt ihr dann halt nicht sehen, was da ist, was da passiert oder sonst was. Ich habe auch extra mein oberes Ding von Ultimate Team genommen, rausgeschnitten und halt den Verwischeffekt drauf angewendet, damit ihr auch nicht mal erahnen könnt, was da stehen kann oder sonst was. Wie gesagt, dafür, dass ich bei ihm 100k öffnen durfte, ich habe da zwar selber 100k raufgeschmissen, aber was soll's, ist ja okay. Ne, ein bisschen Diskrepanz gehört auch mit an die Tagesordnung, sehr, sehr wichtig. Was ist jetzt hier, oh Gott, nee, das ist mir gerade alles zu viel. Hummels immerhin knapp 20k wert, also haben wir ja immerhin ein Fünftel knapp wieder rausgeholt, mit Glück. Und dann passt das. Gut, so doll war es jetzt nicht, aber was soll's, ne? Gibt ja auch Schlimmeres. Und jetzt gleich wechseln wir in die Web-App, tut mir leid für die Auflösung, die ist super scheiße in der Web-App, hier ist es. Da oben seht ihr schon, ich habe das jetzt schon mal eingeblendet. Und da habe ich Rooney, Pepe und Müller gezogen. Richtig geil. Also sind locker 150k bis 200k hoch. Also ich habe beide Packs wieder rausgeholt und mit Hummel 20k gemacht. Das ist doch Weltklasse, oder? Blöd ist halt, dass ich weder Rooney noch Pepe noch Müller jemals verkauft habe. Die gammeln bei mir bis dato immer noch im Verein rum.
Keine Ahnung, ob ich mit denen irgendwann nochmal was mache. Muss ich mal sehen, wie ich lustig bin. Auf jeden Fall war es das mal wieder vom neuen Road Together Inform. Ein Inform haben wir gezogen, immerhin. Ach ja, heute habe ich auch noch Jayco gezogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe da eine kleine Idee. Bis zum nächsten Mal.